Herzlich willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht zur 24. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe gewesen. Genauer gesagt, wir sind schon vor einigen Tagen bei der Krippe angekommen. Die Weisen haben ihre Geschenke abgeliefert, das Kind angebetet und befinden sich jetzt auf dem Heimweg. Dabei schlagen sie ja nicht mehr den Weg nach Jerusalem ein, auf dem sie hergekommen waren. Gott sagt ihnen vielmehr, dass sie einen anderen Weg benutzen sollen. Einerseits geht es natürlich darum, Herodes auszuweichen. Aber andererseits ist das einfach eine Folge davon, dass sie Jesus begegnet sind. Ich glaube, wer Jesus begegnet, bleibt nicht auf dem gleichen Weg. Er oder sie schlägt eine andere Richtung ein im Leben, weil das Leben dreht sich nicht mehr nur noch um das eigene Ich, dreht sich nicht mehr nur nach um die eigenen Wünsche, sondern um Gottes Wünsche. Jesus Christus hat das Leben der Weisen verändert. Das zeigt sich schon bei der Wahl ihrer Rückroute. Dann allerdings verliert sich ihre Spur. Auch von dem Stern hören oder lesen wir nichts mehr. Und das muss man sich mal vorstellen. Wochenlang war dieser Stern das Wichtigste, worauf die Weisen geschaut haben, haben Leitung darin gefunden. Und dann finden sie das Kind und plötzlich das Licht geht aus. Naja, wie auch immer, der Stern verschwindet nicht, aber dieser Stern, das Sternlicht ist auf einmal unwichtig für sie. Und nun, auch die schönste Feier geht einmal zu Ende und sie können ja nicht ewig dort an der Krippe bleiben. So machen sich die Weisen wieder auf den Weg. Der Glanz des Sterns ist für sie verschwunden. Es ist wieder so dunkel wie vorher. Mühselig setzen sie Schritt für Schritt. Weihnachten scheint dann nur noch eine schöne Erinnerung zu sein. Alles sieht aus wie vorher, ja vielleicht sogar noch schlimmer. Wem je der Stern Gottes aufgeleuchtet ist und plötzlich ist er wieder weg, muss einem solchen Mensch die Nacht, das Dunkel, nicht noch dunkler vorkommen als vorher? Was ist, wenn das Fest vorbei ist, die Bescherung herum und der Zauber des Heiligabend-Gottesdienstes verblasst allmählich? Erscheint einem das Dunkel, in das man zurückkehrt, nicht manchmal noch finsterer als zuvor? Die eigene Krankheit, die Einsamkeit, der Mangel oder die Sorgen um die Zukunft? Was machen wir, wenn das Licht wieder aus ist? Wenn der Tannenbaum abgeschmückt ist, die schönen Gottesdienste vorbei und die Familie abgereist ist? Auch die Weisen aus unserer Geschichte kehrten zurück in ihre alte Geschichte. Dass der Stern sie nicht mehr begleitet und führt, das ist für sie kein Mangel, weil in ihnen ein anderer Stern aufgegangen ist, das neugeborene Jesuskind. Er ist jetzt in ihrem Herzen, Jesus, der eben nicht wie ein Stern am Himmel geblieben ist, sondern auf diese Welt kam und als Gott, als wahrer Gott Mensch unter Menschen wurde. Er möchte in unseren Herzen wohnen und scheinen. Unsere Herzen erleuchten. Er möchte uns statt des Sterns und irgendwelcher Sternzeichen oder Horoskope, die viele Menschen so gerne lesen, er selbst will uns leiten und begleiten und uns trösten mit unserem Licht. Ob bei uns wirklich Weihnachten wurde, das entscheidet sich also nicht an den Feiertagen, an denen die Kerzen so schön leuchten und alles in ein wunderbares Licht getaucht ist. Es entscheidet sich, ob wir Jesus im Herzen mitnehmen in die Tage und Wochen nach Weihnachten. Wenn also der Stern von Bethlehem verblasst und wir diesen auch gar nicht mehr brauchen, weil Jesus in unserem Herzen Wohnung genommen hat. Das, was damals an Weihnachten passiert ist, will sich in unserem Leben wiederholen und Gestalt gewinnen. Ja, wenn es sich nicht wiederholen würde in unserem Leben, dann wäre es ja fast so, als wäre es nie geschehen. Im Sinne von nie für uns geschehen.
Wirklich Weihnachten ist dann, wenn wir den Stern von Bethlehem nicht mehr brauchen, auch nicht den Herrenhuter Stern, der bei mir im Wohnzimmer hängt, sondern wenn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Herzen aufgegangen ist und uns von innen erleuchtet. Meine Hoffnung und mein Gebet ist es, dass dieser Adventskalender ein paar Anregungen für das Leben mit Christus gegeben hat. Dass dieser Kalender ein Stück zur Krippe geführt hat und dass, wenn das letzte Videotürchen ein letztes Mal aufgegangen ist, die nächsten Lebensetappen gut mit Jesus zusammen gemeistert werden können. An dieser Stelle danke ich ganz herzlich dem Team von MIDI aus Berlin, die uns diesen Sternenstaub zur Verfügung gestellt haben. Ja, vielleicht findet sich ja in den nächsten Wochen das eine oder andere Körnchen Sternenstaub aus diesem Kalender in Ihren Gedanken, in euren Gedanken wieder und führt sie weiter, ein Stück Ihres Lebensweges, ein Stück eurer nächsten Lebensetappen zusammen mit Christus. So wünsche ich eine wunderbare Weihnacht und dass der Stern, der Jesus Christus ist, heute, morgen und darüber hinaus in unser aller Herzen scheint. Fröhliche Weihnachten!